Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es dran an diesen Schrank, dass wir das Geschirr, was da steht, endlich verräumen können. Das heißt, ich werde schauen, wie ich vor allen Dingen da oben rankomme. Und ja, es kommt alles raus und das wird eingeräumt. Genau, schönes neues Geschirr. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Alles einheitlich und die Gläser sehen wirklich sehr schön aus. Passen auch super dahin. Dort oben ist für Kaffee und das sind die Sekt-, Rotwein- und Weißweingläser. Und ja, wie immer noch ein Chaos. Ich sage euch gerade einmal das ganze Chaos. Das sieht so aus. Ich würde mal sagen, ich räume ganz flott hier auf und bringe wieder alles in Ordnung. Genau. Aber das filme ich jetzt nicht. Ich sage euch aber das Endergebnis dann. Genau. Bis später. Wie man sieht, ich bin fertig. Das muss ich wieder mit zur Arbeit nehmen, die zwei, und das gehört den Schwiegereltern. Aber ich bin fertig.
alles wieder aufgeräumt und geputzt und jetzt haben wir hier diese schönen Gläser. Ich freue mich auf jeden Fall, die zu benutzen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und wie man heute sieht, trage ich heute ausnahmsweise mal wieder Brille. Hatte gestern ein kleines Problem mit dem linken Auge gehabt. Das ist heute wieder gut. Ich hätte schon Linsen reinmachen können. Habe aber gesagt, ein Tag Pause ist auf jeden Fall mal gut. Genau, und sonst steht heute nichts mehr viel an. Ja, eigentlich wollte ich wieder mit Sport anfangen. Ich habe aber heute noch ein bisschen Husten gehabt. Das heißt, das wartet jetzt wahrscheinlich heute nochmal. Also ich werde heute keinen Sport machen. Und ja, nervt mich ein bisschen. Aber Gewicht geht weiter nach unten. Und das ist ja so das Wichtigste, dass das Gewicht runtergeht und nicht höher. Genau, mein Ziel ist es nämlich, bis im Januar, bis wir das Zweitgespräch haben, unter 90 zu sein. Und dafür muss ich halt ein bisschen was machen. Spazieren gehen war heute auch nicht so wirklich drin. Nick hat keinen Bock, bei dem Regen spazieren zu gehen. Ich habe keinen Bock, beim Regen spazieren zu gehen. Deswegen ist sie nur schnell raus zum Pieseln und ihr großes Geschäft machen. Ja, ich hoffe, morgen ist das Wetter besser. Mal schauen, dass wir zumindest so eine kleine Runde gehen können. Ich muss nämlich unbedingt wieder so ein bisschen meine Ausdauer verbessern. Die hat jetzt durch die Erkältung extrem gelitten. Genau, und eine Sache habe ich euch noch nicht erzählt. Und zwar werde ich Ende des Monats zu meinen Eltern hinfahren. Ja, mein Opa ist verstorben. Genau. Ich kann da nämlich zur Beerdigung hin. Hab da ein paar Tage frei. Bin ich auch froh, dass ich gehen kann und die Möglichkeit dazu habe und werde da gerade ein paar Tage verbringen. Ja, das ist so Ende November dann. Ist schon ein bisschen jetzt her, dass er verstorben ist. Aber für ihn war es wirklich das Beste gewesen überhaupt. Jetzt zum Schluss hat er sich wirklich eigentlich nur noch gequält. Und Essen war ja immer so sein Liebstes und Schönstes. Und zum Schluss hat er selbst das nicht mehr eben gewollt. Also er war wirklich bereit zum Sterben, ist traurig. Ja, ich würde mich auf jeden Fall von ihm verabschieden und kann das auch nochmal auf der Beerdigung dann machen, mich von ihm wirklich verabschieden. Ich bin wirklich froh, dass ich fahren kann. Genau, und ja, so ist das Leben. Es ist leider so, es ist Entschuldigung, es ist wie es ist. Und ja, ich werde jetzt, wie gesagt, nicht mehr viel machen. Haben es auch schon 4:15 und ja, ich werde wahrscheinlich einfach nur noch schreiben, also Tagebuch schreiben und noch ein bisschen lesen, bis der liebe Mann nach Hause kommt. Ja, ich möchte mich aber fürs Zusehen bedanken und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Bis dann.